Die Matura, auch als Reifeprüfung bezeichnet, ist der Abschluss einer allgemeinbildenden höheren Schule und ein wichtiger Bestandteil für junge Leute. Dass dieser Lebensabschnitt gebührend gefeiert wird, liegt quasi auf der Hand. Der Maturaball war für die 38 Maturantinnen und Maturanten des BG und BRG Bruck an der Mur ein voller Erfolg. Das zu Recht, denn die Ideen stammen von den Maturantinnen und Maturanten selbst. Originell auch das Thema Skyball. Wir waren 11 Leute, die den Maturaball organisiert haben. Sehr, sehr viel organisiert und koordiniert, vor allem kommuniziert mit Herrn Wolfgang Koenig, der eben unseren Maturaball organisiert und betreut hat. Es hat verschiedene Themen zur Auswahl gegeben, aber es war eine relativ klare Entscheidung, dass wir Skyball-Lizenz zum Abschluss machen wollen. Genau, also das ist unser James-Bond-Motto und wir sind, glaube ich, sehr, sehr glücklich damit. Natürlich haben wir die letzten Wochen und Monate geplant und vor allem die letzten Wochen waren sehr voll mit Vorbereitungen. Wir haben alle zusammen gearbeitet und die letzten Tage natürlich war für jeden noch ganz aufregend, weil wir gewusst haben, jetzt ist es bald soweit. Naja, bald wahnsinnig. Anfang des Abschlusskapitels unserer ganzen Gymnasiumslaufbahn. 8 Jahre geschuftet, jetzt können wir endlich ernten. Zumindest fangen wir an damit. Ich war selber bei der Organisation kräftig beteiligt. Von dem her unbedingt. Ich freue mich auf den Abend. Das wird ein voller Erfolg. Ja, auch für Eltern ist dieser Ball von Bedeutung. Unsere Tochter im Gymnasium Bruck an der Mur die Matura machen wird. Sind wir sehr froh, dass wir heute den Ball hier im Stadtsaal Bruck an der Mur bestreiten dürfen. Sienna, was bedeutet dieser Ball heute für dich? Auf jeden Fall ein schönes Zusammenfeiern der letzten 8 Jahre. Und ich denke, es werden auch die ein oder anderen Tränen fließen, weil es schon ein emotionales Thema ist. Vor allem, wenn wir alle zusammenkommen, die ganzen Lehrer, Eltern. Und ich bin irrsinnig dankbar, dass wir so einen schönen Maturaball haben können. Alles wartete bereits auf den großen Auftritt der 38 Maturantinnen und Maturanten. Pünktlich um 20.30 Uhr war es dann soweit. Sehr schön, heute hier beim Maturaball von BAG und BG Bruck an der Mur zu sein. Ich darf heute die Bürgermeisterin, die Andrea Winkelmeier, vertreten und mich freut es, dass ich heute da bin. Meine Nichte ist in der Maturaklasse, hat heute eröffnet und ich bin ein sehr stolzer Onkel. Maturaball ist ein ganz besonderer Abend. Das ist ja eigentlich der erste Schritt in einem neuen Lebensabschnitt. Ich erinnere mich noch gut, wie es vor genau 10 Jahren bei mir selber der Fall war, da in diesem Raum. Maturaball ist ein unvergesslicher Abend und ich wünsche den Maturantinnen und Maturanten heute und allen Gästen eine berauschende Ballnacht und dann für die bevorstehenden Prüfungen alles, alles Gute. Für den Abschlussjahrgang einen Tag, ein Abend, an dem sie zeigen, dass sie zusammengewachsen sind, an dem sie gemeinsam einen Abend gestalten, an dem sie sehr, sehr lange gearbeitet haben. Für mich als Tänzerin, als Direktorin einfach ein wunderschöner Abend, wo viele Aktivitäten und jahrelange Arbeit zusammenfließt. Yeah.
oder die Lizenz zum Abschluss. Die Lizenz zum Abschluss haben Sie von mir. Sie haben sich sehr bewährt, haben ganz viel gearbeitet, Ihren Wissenshorizont erweitert und Sie sind in Ihrer Persönlichkeit gereift. Die Lizenz zum Abschuss, die bekommen Sie hoffentlich mit Ihrem Maturaball. Es war eine professionelle Vorbereitung und bis jetzt eine professionelle Durchführung. Und ich kann den Maturantinnen und Maturanten nur gratulieren zu diesem hervorragenden Ergebnis. Und wir genießen alle den wunderbaren Abend. Fotoshooting, ein Schätzspiel. Wie viele Patronenhülsen sind in diesem Glas? Ja, ich sage, das sind 1927, weil der Radius zum Quadrat und dann noch Pi mit reinbracht und die Höhe, also das müssen 1927 sein, ganz klar. Eine Tombola und nicht zu vergessen die Disco waren die Wegbegleiter bis zur Mitternachtseinlage der Studenten. Dass Sie die nächsten Meilensteine bis zum Sommer 2024 gut meistern. Ich bin überzeugt davon, dass Sie das gut machen werden und dass Ihnen die Werte und das, was für die Schule und für Ihren eigenen persönlichen Bildungsweg wichtig ist, dass Sie das ins Leben hinaustragen werden.